Markus Babbel geht mit, offensiv. Janka, Tor! 38. Spielminute. Sein erstes Tor für Deutschland. Ach, da gibt es ganz viel zu sagen. Sensationelle Vorarbeit von Jens Nowotny. Das werden wir hoffentlich in einer langen Slow Motion nochmal sehen. Da sehen Sie ihn nochmal. Toller Pass von Nowotny. Und dann mit dem Rücken zum Gegner. Gegen Fukal. Aber die Hälfte des Tors geht auf Jens Nowotny, der den Ball aus der eigenen Abwehr holte. Hier jetzt nochmal der Zweikampf gegen Milan Fukal. Ich sag's nochmal ganz deutlich. Er hat in Mallorca, also auf Mallorca, in Palma getroffen. Aber das war ja kein offizielles Länderspiel. Deshalb ist dies hier sein erstes Länderspieltor für Deutschland und für Natascha. Jetzt Pavel Kuka alleine auf Oliver Kahn zu und Tor! Minute. Ja, damit hat ja überhaupt niemand gerechnet. Aber es ist wie eine Bestätigung auch dessen, was die Experten in der Halbzeit gesagt haben. Sie schießen aus jeder Situation. Thomas Helmer hat es noch angekündigt. Jens Nowotny kommt ein Stück zu spät. Und Deutschlands Nummer 1 ist absolut chancenlos bei diesem Schuss. Also, 4 Minuten in der Partie. Treffer durch Pavel Kuka. Sein 26. bereits für Tschechien. Einer, der Tops haben soll. Das schauen wir uns nochmal ganz genau an. Ich glaube, der Marco Bode stand ja so mit dem Rücken zum Tor und hatte da auch ein bisschen die Hände im Spiel. Fassungslos. Nemitz. So, das war auch schön anzusehen, aber natürlich nicht die Zeitlupe zu der Elfmetersituation. Oliver Bierhoff hat den Ball in der Hand. Jetzt wollen sie wohl mit Gewalt die Torflaute beenden. Er ist erst seit 6 Minuten im Spiel. Ist das ein Risiko? Fragezeichen. Wir klären das gleich, ob es einer war oder nicht. Erstmal die Frage. Schuss aus der Krise? Jawohl! Nach 536 offiziellen Länderspielminuten kann sich Oliver Bierhoff wieder in die Torschützenliste eintragen. 2:1 für Deutschland durch einen, bis es optisch geklärt ist, behaupte ich das einfach mal, umstrittenen Foulelfmeter. Aber, und auch das haben Sie bei uns in der Übertragung schon erfahren, Berger wird bei der EM in den ersten beiden schweren Spielen gegen die Niederlande und gegen Frankreich nicht spielen können. Und hier sehen Sie eine weitere wirklich sinnvolle Unterstützung. Das war ein 9,15 Meter Kreis rund um den Ball beim Freistoß. Berger, erste Situation, erster Schuss, paar Sekunden auf dem Platz, 2:2. Ja, gibt's das denn? In der 80. Minute ein abgefälschter Ball. Bergers 18. Treffer, ausgerechnet Michael Ballack fälscht ab. Unhaltbar für Oliver Kahn. Ziege. Frage, was mit Oliver Bierhoff sein wird. Da ist das Tor! Und Sie müssten den Jubel hier sehen, Sie es auf der deutschen Bank sehen. Das ist auch für die Herren wie eine Befreiung. 2 Tore gegen Tschechien. Das kenne ich doch irgendwoher von Oliver Bierhoff. Und der Siegtreffer.
gegen die Tschechische Republik. Ein Küsschen eben auf die Tribüne an seine Lebensgefährtin, die hier im Stadion ist. Aber ich bleib dabei, es geht nur Janka oder Bierhoff, dazu einen spielenden Stürmer. Rink oder Kirsten, ach toll. Christian Zieges Vorarbeit, wie beim 1:1 im EM-Finale 96. Und es hatte sich eben schon angekündigt, da gab es ja schon mal eine Flanke von Ziege, an die Bierhoff beinahe dran gekommen wäre. Also, im Sturm weiterhin alle Fragen offen. Aber die vier, die da tätig sind,